Hallo, mein Name ist Clara Auer, bin seit fast 6 Jahren bei der Salzburg AG und bin im Team Wegerecht tätig. Wir kümmern uns hauptsächlich um die rechtliche Absicherung von Leitungsprojekten, von Baustellen, alles was die Salzburg AG durchführt. Wir haben so ein Motto, Ihr Grund, unser Recht. Das heißt, alle Projekte sind natürlich oft auf Grundstücken von fremden Eigentümern, also von Grundstücken, die nicht der Salzburg AG gehören. Und das gehört natürlich rechtlich abgesichert. Ich habe an der HTL Salzburg Bautechnik maturiert 2015 und bin dann gleich nach der Matura in den TS gekommen, Technischer Service, in der baulichen Instandhaltung. Habe dann noch 2 Jahre berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann 2019 ins Wegerecht umgewechselt. Das ist intern ausgeschrieben worden und seitdem bin ich da. Es ist ganz interessant von der technischen Seite zu sehen, weil ich bin ja eigentlich aus der Bauabteilung gekommen, also für die bauliche Instandhaltung, und wurde natürlich sehr auf die Ausführung konzentriert. Und mir war das dann oft auch gar nicht so bewusst, was da im Hintergrund eigentlich abläuft, was vorher abgesichert sein muss, damit wir überhaupt gewisse Sachen durchführen können. Und so rundet das Ganze für mich jetzt total ab. Wir haben sehr, sehr viele spannende Projekte. Positive Projekte sind dann natürlich die, wo die Grundeigentümer sehr viel davon selber auch haben. Wir befinden uns jetzt bei einer Trafostation am Geisberg, wo am Grundstück schon die Leitungsführung abgestickt ist. Und die Aufgabe im Wegerecht ist in dem Fall, dass man den Planer bei der rechtlichen Absicherung unterstützt, je nachdem, welche Leitungen das reinkommen. Bei Niederspannung ist eine privatrechtliche Vereinbarung bzw. bei Hochspannungskabeln ein Dienstbarkeitsvertrag. Die größten Herausforderungen sind eigentlich die Gespräche mit den Grundeigentümern, weil man natürlich das Grundstück von den einzelnen Personen belastet durch die Dienstbarkeit. Und das Grundstück ist ja jetzt nach der Gesundheit fast das zweitwichtigste Gut. Ich arbeite sehr gerne bei der Salzburg AG, also weil es große Projekte sind, die fürs Land, fürs Bundesland und für die Menschen sehr, sehr wichtig sind. Und weil wir immer schauen, dass wir weiterkommen und das ein gutes Gefühl ist, wenn man da mitwirken kann. Die Kollegen sind super, also wir haben ein sehr, sehr gutes Betriebsklima, wir verstehen uns echt gut. Vor allem in Zeiten von Corona und so weiter ist es natürlich auch super, wenn man sich auf die anderen dann verlassen kann.